Wir haben wieder Blödsinn vor. Es ist Karfreitag. Man darf hier wieder nichts machen wegen Corona und Lockdown und hast nicht gesehen. Wir wollen mal uns ans Thema Mikrocampen wagen und probieren das mal hier in sicherer Entfernung zu unserer Wohnung, wo, wenn man mal was vergisst, sich dann doch noch mal was holen kann, wo man die Kabeltrommel auslegen kann, weil man noch die entsprechenden technischen Geräte nicht hat, wie so eine tolle Kühlbox, wie so ein Stromwürfel, wie so ein ja, diverse andere Sachen, die einem das Campen dann leichter machen, einfacher machen. Und ich will mal gucken, ob mein normales Zelt hinter den Ibiza passt. So, in direkter Anbindung, dass man im Auto schlafen kann und im Zelt sich dann trotzdem aufhalten kann. So, ich habe das Zelt hinter das Auto gebastelt und es passt perfekt. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut klappt. Wie dafür gemacht, ne? Also total super. Man hat jetzt Platz ohne Ende, da können wir drin schlafen, hier können wir drin campen, chillen, Festival, Feeling kommt hier auch schon auf. Und da ist Anja. Auch Anja hat das, glaube ich, sich recht schön warm gemacht in dem kleinen, schnuckligen Seat Ibiza. Ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, ja, lassen wir uns jetzt erstmal gut gehen. Gaskocher läuft. Jo, tschüss.